von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Im letzten Part haben wir ein paar Rennen von Bull noch fertig gemacht. Jetzt geht's hiermit weiter und hiermit. Dann haben wir Bull auch abgeschlossen. Ein Zweierrundkurs und ein Eliminator und dann sind wir mit Bull auch fertig. Dann können wir uns noch ganz gechillt um Razor kümmern. Und langsam aber sicher das Finale einleiten. Was macht ein Wolf aus Karten hier? Es war fast 2 Sekunden Rückstand, aber das ist nicht unmöglich aufzuholen, hoffe ich mal. Wenn ich jetzt Gas gebe, schaffe ich es. Sagt er und fährt gegen die nächste Wand. Das Fersengeld werde ich nicht nochmal zahlen. Aha, danke! Und da einer hat sich natürlich gedreht. Jetzt die Außenbahn haben, aber schneller als ich die Außenbahn hatte, habe ich wieder die Innenbahn und umgekehrt. Naja, it doesn't matter. Boah, ich schaffe sogar 380 mit dem Kollegen.
Dann kann er weiterhin am Arsch. Jawohl, gewonnen. Fast. Haben wir. Dann fehlt noch der Eliminator und dann haben wir Bull komplett. Dann können wir schon mal mit Razor anfangen. Dem kleinen Wagen davon lasse ich mich nicht schlagen. Auch wenn ich noch über 7 Sekunden nachhänge. So, an den Kollegen komme ich ran. Auch wenn der Clown 1 Kilometer vorne liegt, aber das ändert man. Nicht mehr. Da habe ich zu viel Fahrfehler gemacht. Da hat es zu viele Fahrfehler gegeben. Viel zu viele. So, und das passiert, wenn du am Start keine Fahrfehler machst. Da führst du, wie sie es gehört.
Ja, geht doch. Der mit dem kleinen Wagen ist endlich raus. Der hat uns im ersten Versuch ziemlich Ärger bereitet. Erstmal eine schicke Kurve nehmen. Komm, 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 komm. Ich werde endlich meinen Spaß gegen Razer haben. Mal schön reindriften und hier auch nochmal gut die Kurve nehmen. Die Gas drücken und hier nochmal richtig schön die Kurve nehmen und weiter geht's. Na, wie viel liegen wir vorne? Ui, 12 Sekunden. Ja, nice, du. Weil ich jetzt kein Blödsinn mache, haben wir das Rennen so gut wie gewonnen. Und ja, das haben wir. Jawohl, wir haben alle Rennen abgeschlossen. Jetzt fehlt uns nur noch Razer. Minimal, maximal. Fangen wir doch glatt mit der Radarfalle an. Hat sich Hana noch nach Rockport verirrt? Bevor er dann mal nach Tokio gegangen ist. Der hatte wohl eine lange Reise, wie es aussieht. Tja. Tja, da haben sie ein bisschen Unfall gebaut. Mich freut's, wollte ich gerade sagen. War ja eigentlich nicht wirklich, aber naja, je weiter ich wegkomme, desto besser. Das wollte ich gerade gesagt haben. Weil mit jeder Sekunde Vorsprung verlieren die Gegner, verliert man 10 km/h. Wenn man verliert, dass der als erstes reinkommt, gibt den Schlag vor. Selbst wenn du schneller bist, verlierst du 10 Sachen pro Sekunde.
Sagen wir mal, bis zweit kommt zweiter, aber der andere erste war ein bisschen langsamer. Deswegen mache ich erstmal noch ein paar Minimalrennen. Machen wir dann, wenn wir auf den Finalwagen langsam sicher weg sind. Jetzt aber gebe ich den Schlag vor. So soll das und nicht anders. ...2048, jawohl, haben wir im Sack. Maximal, das mache ich mit dem Porsche. So, da hat der Lambo einen guten Job gemacht. Einen sehr guten. Den lassen wir jetzt auskühlen und dann nehmen wir doch glatt unseren Porsche. Was? Ah, Felgen, das wollte ich, richtig. Leistung haben wir eh schon alles, also machen wir jetzt noch das Fahren, das Karosserie-Kit. Der schön breit aussieht. Der schon mal schön breit und bedrohlich aussieht. Ja, ich habe den Lambo aus zwei Gründen in die Garage gestellt. Erstens zum Abkühlen, zweitens zum Einleiten des Endgames. Deswegen nehmen wir jetzt schon mal unseren Porsche her. V8
4 grüne Teufel und ein lila Lambo. Sorry, Officer, aber ich habe gerade leider kein Interesse an Sie noch nicht, an ihm noch nicht. Deswegen versuche ich den Porsche so sauber wie es geht zu halten. Sagte er und sah die Polizei. Ah, den krieg ich nicht mehr, den krieg ich nicht mehr. Mist. Genau den habe ich nicht mehr bekommen. Weil mir ein paar Fehler passiert sind. Weil ich euch Handling eh schon auf maximal gestellt habe. Ah, jawohl, wieder Herr Officer. Weil ich gegen die Wand gefahren bin. Also seine Fellentjungferung hat der Kollege auch schon gehabt. Gerade Richtung Zuchthaus unterwegs. Nämlich Sprung übers Zuchthaus. Um mit da viel Zeit rauszufahren. Und der Sprung gibt mir nämlich jede Menge Zeit. Vorbei. Wer einen Einsatz mit niedriger Priorität fährt, bitte melden und in die
Erstmal schön Flying Porsche. So, danach werde ich erstmal Need for Speed Pause beenden für heute. Um 8 geht es dann noch. Aber auch erst, wenn wir die Rennen alle haben. So muss das. Schöner Vorsprung. 7 Sekunden. Ja, supi. Jetzt haben wir da Polizeimarsch. Das ging schnell. Obwohl ich ja eigentlich nur was Minimales wollte, aber hey, der war gerade in der Nähe, hat sich angeboten. Den machen wir noch und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Haben wir zumindest ein paar Rennen von Razer auch schon durch. Ja, die ganzen Rennen brauchen wir noch und dann ist Final-Time. Und dann müssen wir alle mitnehmen. Je schneller, desto besser. Komm, 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 komm. Könnt jetzt haarig werden, könnt jetzt haarig werden. Sind 12 Checkpoints. Die liegen aber alle relativ nah beieinander. Und genau mit dem Rennen lässt sich der Part nämlich dann schön danach abschließen. Haben wir hier nochmal eine kleine Stadtrundfahrt. Auch wenn das mit 1,91 auf der Zeit ziemlich eng wurde, das kann ich auch von ehrlich sagen. 5, 4, durch. 1 Minute für den nächsten. Und falls die Uhr bimmelt, das heißt so viel wie eigentlich war meine Aufnahmezeit abgelaufen.
so einem Timer können wir es jetzt mit sehr viel Glück schaffen. Wenn ich jetzt nochmal gut Gummi gebe. Was ich auch tat. 4 Sekunden hatten wir auf der Uhr. Und durch die ganzen Fahrfehler wurde es auch eine knappe Sache. Ist es immer noch. Ist es dann eine knappe Sache? Kann ich erst dann alles abgeschlossen betrachten, wenn ich hier alles. 6, jawohl, eine Sekunde mehr. Im nächsten Checkpoint haben wir dann auch gleich die Hälfte des Rennens. Jawohl, 12 Sekunden, das war supi. Haben uns sogar noch Zeit gespart, das ist gut. Für alles, was wir uns sparen, haben wir auf dem nächsten Checkpoint gut. So, mit 12 ist das wohl einer eher der längeren Sorte, würde ich mal behaupten. Aber das behaupte ich auch nicht umsonst. Da musste wirklich einmal fast um die gesamte Weltkarte heizen. Haben sogar noch mal ein paar Sekündchen mehr. Haben wir gleich 8 von 12. Aber das war ein Flug, der nicht gut tat, also musste ich zurücksetzen, aber bringt mich nicht um, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ach, der war ein bisschen... Da waren wir ein bisschen schlechter. Es hat immerhin noch Plus, aber nicht viel. Komm. Wenn der Verkehr nicht im Weg stehen würde. Ah, Stau zum Feierabendverkehr, das ist gar nicht gut.
Ich darf es bloß nicht versauen. Zwei Checkpoints haben wir noch. Die müssten aber ziemlich nah beieinander liegen. Da haben wir es gleich. Dann kann ich den Part beenden und werde auch erstmal den Stream bis heute Abend machen. Dann beenden. Wenn ihr es seht, dann ist ja, schon längst in der Vergangenheit. Dann sind die Videos schon längst auf YouTube on. Und hoffe ich natürlich auch gut geklickt und gut kommentiert und gut geliked. Ja, gut Zeit, gut Zeit, gut Zeit. Das heißt, brauche ich nur noch gerade ausheizen, dann kann ich den Part beenden. Obwohl es ein paar Mal echt knapp wurde. Schauen wir uns aber nochmal an, bevor wir den Part beenden. Fliege, piss dich. Warplay GG. So, da schauen wir uns nochmal eine Rennstatistik genauer an. Hier wurde es nochmal richtig knapp. Da hatten wir nämlich gleich beim zweiten hatten wir nicht nur noch gut 2 Sekunden auf der Uhr. Genau die ersten 5 Checkpoints wurde es knapp und ab dann lief es sicher. Meldung an Bezirk 2. Haben einen Notruf bezüglich eines Rasers in nördlicher Richtung auf der. So, dann schleifen wir uns erstmal zum Unterschlupf. Schudaladen. Werden wir den Part beenden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.